Und hier gibt es auch noch einige andere. Ich verberge gar nichts. Das ist aus einem bestimmten Grund geschlossen. Die üblichen Lügen der Kaiserlichen. Erst nehmt ihr uns Talos weg, und jetzt hindert ihr uns daran, unsere geehrten Toten zu besuchen. Ihr und der Jahr werdet für jegliche Störung der Totenruhe meiner Ahnen gerade stehen. Das reicht, Tongfor. Wir sind fertig. Okay, wir werden den Priester mal ansprechen. Das ist nämlich, glaube ich, auch nochmal eine dätrische Quest. Wenn es um die Halle der Toten geht, nein. Die könnt ihr nicht betreten. Was ist die Halle der Toten? Nee, wissen wir, was die Halle der Toten ist. Ich meine, noch exakter geht's ja eigentlich nicht, ne? Ich kann nicht darüber reden. Seid versichert, dass der Jarl jedermanns Sorgen hört. So, da bin ich wieder zurück nach einem klitzekleinen Minicut. Es gab ein kleines Problem. Das konnte ich jetzt zum Glück lösen. Ja, ich hoffe, es hat nicht allzu sehr gestört. Wir werden jetzt weitermachen. Wir werden versuchen, diesen Priester zu überreden, damit er uns erzählt, was Sache ist, damit wir ihm vielleicht helfen können. Aber auch vielleicht auch nicht, wer weiß, ne? Wir wissen ja nicht. Ich könnte euch helfen, wenn ich wüsste, worum es geht. Überreden. Na schön. Ich wollte ohnehin vorschlagen, dass der Jarl jemanden einstellt, um das Ganze in Ordnung zu bringen. Wir haben entdeckt, dass einige der Toten gegessen wurden. Fleisch wurde abgenagt und Knochen wurden zerbrochen, um an das Knochenmark zu gelangen. Bisher haben wir noch nichts und niemanden erwischt. Es ist, als wüsste der Täter, wann ich da bin. Wenn ihr die Angelegenheit ergründen könnt, wird euch die Priesterschaft von Arkai belohnen. Nehmt meinen Schlüssel und seid vorsichtig. Das hört sich ja schon richtig gruselig an, ne? Wer ist Arkai? Nein, wir werden jetzt nicht mehr... Doch, wir werden nochmal darauf eingehen. Arkai, einer der 8 Göttlichen. Gott der Geburt und des Todes. An seinem Schrein beten die Menschen, wenn sie die Halle aufsuchen, dass seine Göttlichkeit über ihre Vorfahren auf dem Weg in das nächste Leben wachen möge. Ja, alles klar. Seid vorsichtig in der Halle. Ich bin sehr vorsichtig in der Halle, aber wenn ich schon höre, ne, da wurde irgendwie das Knochenmark rausgelutscht. Was gibt es denn? Lecker. Seht ihr nicht, also ich stelle mir das wirklich eklig vor. Wobei, sowas ja auch bei Suppen praktiziert wird, ne? Da wird das nur rausgekocht, ne? Also bei Tieren meine ich jetzt, nicht bei Menschen, ne? So. Mal sehen, was uns da drin so Schönes erwartet. Ich weiß es natürlich, aber ich werde es euch nicht sagen, ne? Für die, die es vielleicht nicht kennen. Nicht viele würden nach Stahl und Blut riechen, blindlings in eine Krypta hineinlaufen. Aber habt keine Angst. Es hört sich ja fast so an, als ob jemand aus einem Lautsprecher spricht. Ihr seht die Toten und euch läuft das Wasser im Munde zusammen. Euch knurrt der Magen. Boah. Schon gut. Ich werde euch wegen dem, was ihr seid, nicht meiden. Bleibt. Ich werde euch alles sagen, was ihr vergessen habt. Alles klar. Dann komm mal. Dann komm mal, Mädchen. Ich glaube, die ist jetzt hier irgendwo. Da ist sie ja. Ihr wart jung, als ihr zum ersten Mal Menschenfleisch probiert habt, nicht wahr? Ein Bruder oder eine Schwester war gestorben? Ein Unfall, natürlich. Dann überkam euch der Hunger. Neugier. Was konnte ein einzelner Bissen schon schaden? Jetzt ist alles gut. Ihr habt eine Freundin gefunden, die euch versteht. Ihr könnt eure Schuldgefühle ablegen. Schuld? Wovon redet ihr da? Ich bin kein Kannibale. Was wollt ihr mir antun? Eure Tricks werden euch nicht helfen. Ihr Monster. Ich bin kein Kannibale. Ich werde dir das jetzt sagen. Ich bin auch keiner. Ich habe noch nie an meinen Brüdern rumgelutscht. Obwohl, meine Brüder leben ja noch. Aber selbst wenn die tot wären, würde ich nicht an denen rumknabbern, ne? Viele von uns verdrängen die Erinnerung an ihr erstes Mal. Die Scham ist zu groß. Aber ihr braucht euch nicht mehr zu verstecken. Namira, die Herrscherin des Verfalls, nimmt euch so an, wie ihr seid. Sie hat einen Ort für uns, wo wir unseren Appetit stillen können, ohne dafür verurteilt zu werden. Wo liegt dieser Ort?
In der Windklippenhöhle. Aber die Toten sind vor kurzem aus ihrem Schlaf erwacht und ich wurde hierher vertrieben. Trefft mich dort. Wir werden uns zusammen den Weg zu Namiras Umarmung freikämpfen. Bis dahin sagt den Leuten von Markart, dass ihre Toten nicht mehr gestört werden. Wir haben größere Pläne. Alles klar. Und man sieht dich trotzdem, auch wenn du unsichtbar bist, Mädchen. Ja. Die steht da immer noch. Ja, jetzt haut's ab. Goodbye. Ey, sag mal, willst du mal jetzt da durchlaufen? Eola. Nicht hier. Wir treffen uns bei der Windklippenhöhle. Ja, ja. Alles klar, Eola. Auf Wiedersehen. So, wir werden mal den Priester Bescheid sagen, dass wieder alles in Ordnung ist, damit er hier mal wieder schön rumwuseln kann. Ich meine, wenn da Untote sind, Tote und Tote, Tote, Tote oder was auch immer, ich meine, die kann sie doch auch anknabbern, ne, wenn sie so einen Hunger hat. Sie braucht doch nicht extra jetzt auch noch hierher kommen, nur weil die Toten sich jetzt nicht mehr bewegen, ne? Ich meine, bewegendes Fleisch, vielleicht schmeckt das ja noch besser. Wo ist denn unser netter Priester? Ich sehe ihn jetzt nicht. Okay. Ach, da steht er ja. Mensch. Vor meiner Nase. So. Ihr seid zurückgekehrt. Was ist in der Halle der Toten geschehen? Die Halle der Toten ist jetzt sicher. Die Göttlichen mögen euch für eure Heldentaten schützen. Wir werden die Halle sofort wieder eröffnen. Hier, nehmt mein Amulett als Belohnung. Boah, was für eine Belohnung, ey. Ey, komm. Arkai schütze euch. Ja, ja, bla bla. Können es nicht mal irgendwie 1 Million Euro oder so sein? Ja, ja. Ich will den Jarl jetzt nicht sehen. Ich möchte jetzt eigentlich einfach erstmal weiter, weil ich mich um diese Höhle kümmern möchte. So, da lang geht's zum Jarl, hier geht's raus. Wir wollen erstmal raus. Wie gesagt, ich werde mich erstmal um die kleineren Angelegenheiten kümmern und später arbeiten wir uns dann schön nach oben. So ist es auch besser, wenn man ein bisschen wenigstens nach System arbeitet. In manchen Dingen, da kann man viele Quests annehmen und gleichzeitig irgendwie 2, 3 Dinge auf einmal tun. Aber hier Markart finde ich das schon recht schwierig. Das ist so schon ziemlich komplex und wenn man dann alles durcheinander macht, dann ist das Blöde daran, dass man doch das ein oder andere vielleicht auch nicht versteht und deswegen möchte ich das gerne so machen. Ich möchte ja die Dinge auch... Töte den Anführer, nein. Ich möchte ja auch die Dinge genießen, ne? Ich möchte jetzt nicht hier irgendwie auf Druck, komm raus, alles machen, ne? So, der Geschmack des Toten. Müssen wir nochmal raus und wieder rein. Ich finde auch, dass man solche Spiele wirklich nur spielen sollte, so, wenn man sie wirklich genießt. Also, ich bin nicht so der Typ, der jetzt... Ja, wir laufen über... Ich überlege gerade. Über die Mine vielleicht? Nein, wir gehen von den Stellen aus dorthin. Wir reisen zu den Stellen. Ich finde, man muss das wirklich spielen. Wenn man das spielt, dann sollte man sich auch... mit der Geschichte und allem befassen. Also es bringt nichts, wenn man jetzt einfach nur durchrushen tut. Ich meine, dann kann man sagen, ey, die Hauptstory des Spiels geht ganz kurz. Das ist ja auch immer so bei Fallout gewesen, dass viele gesagt haben, ey, ich habe das Spiel so schnell durchgespielt. Es ist ja auch kein Wunder, wenn man nur irgendwie immer schnurstricks geradeaus geht und alles husch husch macht. Aber darum geht es ja nicht in Skyrim und in Fallout und in diesen ganzen großen Rollenspielen. Da soll man ja der Geschichte folgen und vielleicht auch das eine oder andere draus lernen, um etwas zu erfahren. Die Leute, die das wirklich nur durchrushen, die wissen gar nichts über das Spiel im Endeffekt. Die haben gar keine Ahnung von der Story, von der Geschichte, worum es hier geht. Ja, die sind wirklich total benebelt im Kopf. Wie gesagt, darum geht es nicht. Hier geht es wirklich vorzugsweise darum, um wirklich die komplette Geschichte von Skyrim zu erleben,
oder größtenteils zumindest. Ich weiß nicht, wie gut ich das rüberbringen kann, wie gut ich die Quests mit euch erledigen kann. Ich weiß es nicht. Aber zur Not kann man es ja immer noch selber spielen. Ne? Es gibt es ja für die 360, für die PS3 und für den PC. Und so teuer ist das Spiel ja an sich auch nicht mehr. Ist ja schon recht günstig. Und ich meine, wenn man es selber erlebt, dann ist das noch viel, viel geiler, als mir jetzt beim Let's Play zuzugucken. Ja, und das sage ich, obwohl ich hier derjenige bin, der es spielt. Ne? Ja, ist nun mal so. Da bin ich auch ehrlich. Da kann ich euch nichts vom Pferd erzählen. Das ist überhaupt nicht so mein Ding, ne? Da bin ich so wirklich die ehrliche Haut und da sage ich auch so, wie es ist. In der PC-Version, da gibt es noch einige Mods, die man zocken kann. Ist natürlich dann... besonders toll, wenn man noch mehr von dem Spiel erleben möchte. Und jetzt wurde ich ein bisschen überrascht. Ich habe damit nicht gerechnet, dass wir jetzt direkt hier irgendwie so einen doofen Abgeschworenen treffen. Und hier wurden, glaube ich, Kaiserliche gerade niedergeschlachtet. Bin immer noch da. Ja, ist ja schön, dass du da bist. Ich wollte die Leiche plündern. Das ist halt das Geile an der PC-Version. Da gibt es noch die verschiedensten Mods. Genauso wie bei Fallout, da gibt es auch noch so geile Mods. Auf dem PC, auf der PS3 und auf der Xbox 360 gibt es das halt nicht. Aber wenn, dann kann ich wirklich eigentlich die 360-Version sehr gut empfehlen. Die PS3-Version, die sieht meiner Meinung nach einen Tacken besser aus, aber wirklich nur ein ganz kleiner Tacken besser aus. Aber die 360-Version, die läuft einfach besser. Das muss man dazu sagen. Sie läuft einfach besser. Ist so. Genauso wie bei Fallout. Da gibt es die Ultimative Edition von Fallout New Vegas, die läuft irgendwie gar nicht auf der PS3, ne? Das ist Katastrophe. Das ist Katastrophe, wenn man später dann irgendwie auf diesen Strip ist, da kann man nicht mehr richtig zocken, weil dann immer alles stehen bleibt und durchgehend ruckelt und ganz schlimm ist. Das liegt am RAM-Speicher der PS3. Eigentlich sehr schade, ne? So, jetzt gehen wir mal hier rüber. Schaffen wir das? Nein, ich will nicht runter. Gut. Feindal, du musst es alleine schaffen. Und da vorne ist, glaube ich, ein Bär, oder? Nein, oder? Doch. Aber ja, aber nein, ja, ist einer. Es ist ein Bär. Schwarzer Bär. Gerösteter Bär. Oh, zwei Bären. Zwei verkackte Bären. Ja, komm. Ja, komm. Guck mal, wie schwach die eigentlich sind. Die Gefahr sind. Und ich setze hier auch gar keine großartigen anderen Zauber ein, weil es bringt einfach nichts. Ja, die kann man so leicht niederstrecken. Da braucht man das wirklich nicht. Okay, ich glaube, ich habe jetzt hier so eine leichte Abkürzung genommen. Normalerweise müssten wir einen ganz anderen Weg gehen, oder? Naja, egal. Wir schauen mal, ob wir irgendwie da hinkommen. Ich glaube, wir müssen von da unten irgendwie dann da rum und so. Ich glaube, der Feindal wird das auch machen, ne? Der ist einer, der denkt sich, ich möchte nicht diese steilen Hügel lang und so, das ist mir too much und macht mich gaga und crazy. Ich bin lieber der Ordentliche, ich laufe die Wege lang. Ist aber auch nicht schlimm, weil er wird dann gleich hier hochkommen, von da unten. Und da wartet sie schon auf uns. Hallo, ihr seid Viola. Gekommen. Die Draugr, die Namiras Heiligtum heimsuchen, sind drin. Okay, ich könnte Hilfe gebrauchen. Wartet hier, ich kümmere um sie. Ich dachte schon, ich lese jetzt wieder was Falsches, aber da steht drauf, ich kümmere um sie. Wir nehmen sie mit. Ich hatte gehofft, dass ihr das sagen würdet. Sie hat sowieso Fun daran, irgendwas zu töten und zu essen. Von daher, vielleicht kann sie ja die Drauge nebenbei noch aufnaschen. Ne, bleibt weniger auf dem Boden liegen. Ich meine, müssen wir nichts aufräumen. Was Besseres gibt's doch nicht, oder? Also mit mir braucht sie es nicht machen, wenn ich sterbe. Also das möchte ich auf gar keinen Fall. Nee, ich möchte nicht wieder ausgeschissen werden. So. Jetzt haben wir alles hier an Bord.
Einmal die gute Eola. Ja, ja. Ich weiß, dass sie widerlich. Ich weiß es nicht. Ne? Ich kann dazu gar nicht viel sagen, ob die widerlich schmecken. Ich habe sie noch nie probiert. Aber sie scheint schon so ihre Erfahrungen damit zu haben. Von daher, ich weiß auch nicht, ne? Oh, noch einer. Naja. So können wir immer mal wieder unsere Magie pushen. Schon sehr praktisch. Und nebenbei auch noch unsere Einhandwaffen. Ich glaube, wenn wir den zündeln, wacht der auch auf. Ja, der wacht sowieso auf. So. Oh, da kommt noch irgendwo einer. Ach nee, du hast einen wiederbelebt. Hallo. Oh. Aber da ist einer wach geworden. Tja, da will uns einer besuchen. Och Gottchen. Ich glaube, der kommt von da, ne? Da ist irgendwie eine Treppe. Und da sind wir nur von der Theorie her oben. Ich glaube es zumindest. Wir können es ja mal prüfen. Wir gehen mal jetzt hier lang. Sag ich doch. Hier ist der Weg. Knochenmehl kann vielleicht sie gebrauchen. Da kann sie einen Kuchen draus backen oder ein Brot. So. Aber den plündern wir jetzt mal. So ein paar Pfeile, ne? Pro forma. Ich meine, ich brauche sie eigentlich nicht, ne? Aber wir nehmen sie jetzt mal mit. Oh. Hallo. Schlafen gestört. Ja, das war's dann wohl. Ja, die Drauge, das ist wirklich so ein Mystikum in sich, ja. Also, die sind schon echt cool, ne? Wobei ich sagen muss, bei Skyrim, das ist das, was ich am wenigsten mag, ne? Das sind so die Drauge-Ruinen und so. Ich weiß nicht wieso, weil das so düster ist jetzt. Ich habe jetzt keine Angst davor, ne? Aber es ist halt sehr düster und sehr trist und. Und ich glaube, das ist es, warum ich so ungern in diese Trauge-Ruinen reingehe. So, hier seht ihr. Tja, ist natürlich eine schlaue Art, eine Tür zu verstecken, ne? Wenn sie aber geschlossen wäre. Nicht, wenn sie offen ist. Okay. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir alles nicht. Ne? Die soll mal auf ihren Trauge da aufpassen. Der macht mich ein bisschen nervös. Der macht immer so krick, 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 wenn der läuft. Das nervt ein bisschen. Man denkt immer irgendwie, das ist ein feindlicher. Und versucht schon oben immer irgendwie das Rote zu sehen, ne? Den Trank lassen wir da liegen. So. Hallo. Komme ich zum Essen? Spät. Ja, komm, greif mich mal. So, jetzt reicht's mir aber. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Sanguine, komm schon. So. Kümmer dich um ihn. Und wir packen unseren Zwergenbogen aus und oh, ich habe den falschen Drachenschrei am Bord gehabt. Egal. So, der ist jetzt sowieso schon fast down, ihr seht es. So. Und sie hat uns den Sieg gewährt. Ich plündere natürlich noch den Drauge. Aber auch nur Müll dabei. Ne? Das Schwert lasse ich liegen. Ich habe wirklich so viel Zeugs dabei. Ich brauche jetzt nicht noch so ein blödes Schwert. Ihr habt es geschafft. Der Schrein gehört wieder uns. Jetzt müssen wir ein großes Festmahl abhalten, um euch in Amiras Zirkel willkommen zu heißen. Ihr werdet die Ehre haben, frische Beute für den Hauptgang zu bringen. Und ich weiß auch schon die perfekte Person dafür. Um wen geht es?
Ein Priester satt vom Geschmack eines leichten Lebens. Bruder Verulus aus Markarth. Gebt ihm dieses Gold. Sagt ihm, ihr braucht Arkais Hilfe, um eine alte Höhle nach Schätzen zu durchsuchen. Und wenn er vor Namira steht, dann wird sie den Rest übernehmen. Ah, das hört sich doch sehr gut an. Normalerweise bin ich ja nicht so der Bad Guy, aber in dem Fall... Ich meine, ich mache da mal eine Ausnahme, ne? Die Quest erledigen, mir ist es scheißegal, ob der stirbt. Ganz ehrlich, ne? Es gibt auch so Spiele, da hatte ich schon so die Skrupel, überhaupt die Quest dann so fertigzustellen. Obwohl ich weiß, dass es wirklich nur NPCs sind, ne? Trotzdem haben die mir dann so leid getan, dass ich das nicht machen konnte, ne? Aber auf den Priester, auf den scheiß ich. Ganz ehrlich. Boah, die Halskette. Die können wir auch noch mitnehmen. Ja, den nehmen wir jetzt auch noch mit. Wir haben ja ein bisschen Platz. Das nehmen wir auch noch mit und das war's dann aber auch. Und hier müssen wir später nachher nochmal zurück. Ach, schon einige tolle Uhren hier, ne? Ich meine, da können sie ja reinscheißen, wenn sie die gegessen haben. So, komm. Spring! Jump hier raus! Die Tür ist jetzt, ich meine, das Tor ist jetzt zu. Ich glaube, das können wir öffnen, müssen es aber nicht. Ich weiß nicht. Wir öffnen es jetzt einfach mal. Wir machen es jetzt auf, ne? Komm, wir machen es jetzt auf. Hier. Sesam, öffne dich. So. Aber hier kommen wir direkt, glaube ich, raus, oder? Ja, so war das. Und nicht anders. Hier ist ein wunderschöner Eingang. Nehmen wir auch nochmal mit. Wir nehmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest hier ist. Natürlich nur was Leichtes. Ich möchte jetzt keine schwere Kost mehr mit mir rumtragen. Das können wir später machen, wenn wir dann unseren Schwarzmarkthändler haben. Da können wir auch immer wieder zwischendurch was verkaufen, aber so ist das echt immer blöd. Man muss immer ständig hin und her reisen, um zu verticken und pff, das ist echt anstrengend. Oder man lagert es in Häuser und irgendwann sind die Häuser aber auch sowas von voll, ne? Okay, man kann in einer Kiste so viel reinpacken, wie man will, aber trotzdem, ne? Man wird das Zeug ja auch irgendwie gar nicht mehr los, ne? So, da ist er ja, der gute Feindal. Okay, hier sind wir an einer anderen Stelle. Ich werde diese Stelle mal markieren, wollte ich sagen. Aber diesen Eingang können wir ja gar nicht so direkt markieren. Wir können nur schauen, dass wir später in diesen Eingang reingehen. Ne? Hier oben ist der andere Eingang gewesen. Ne? Der ist hier unten. Wir gucken mal nach. Upp, springen mal hoch. So, hier müsste irgendwo noch ein Eingang sein. Ne? Oh, und da ist ein wunderschöner Bär. Nee, ist die andere Seite irgendwie. Zur Not gehen wir einfach durch den Vordereingang. Mir ist es im Endeffekt scheißegal, ganz ehrlich, ne? Scheiß drauf. So what, ne? Würde ich sagen. So, wir sind hier. Okay, wir müssen auf der Seite rein. Dann sind wir schneller hier. Gehen wir mal hin und holen uns den Priester. Wir versuchen ihn natürlich davon zu überzeugen, mit uns zu kommen, ohne ihm die Kohle zu geben. Dann können wir uns die Kohle selbst in die eigene Tasche wirtschaften und uns ein paar Bonbons kaufen oder so. Oder ein bisschen Bret oder so. Ein Himmelsrand gibt es ja, denke ich mal. Doch, gibt es schon Bonbons, aber ich möchte die wirklich nicht essen, weil auch im Mittelalter waren in süßen Dingen auch mal die widerlichsten Dinge drin. Und deshalb kann ich gut drauf verzichten. Beispielsweise das Fürstpückler-Eis, das kennen vielleicht einige von euch. Das ist so eine Mischung aus Erdbeer oder Himbeere mit Vanille und Schokolade. Das sind so drei verschiedene Sorten. Und das hat damals ja ein... Lass eure Pfeile besser im Köcher. Ja, lass ich doch. Und es hat damals nicht ein Fürstpückler erfunden, sondern ein Koch. Aber der hat es dem Fürstenpückler gewidmet, das Eis. Und der hat ja auch diese drei Sorten gehabt. Eben halt dieses Schoko, Vanille und das Rote halt. Und damals war das Rote nicht irgendwie Erdbeere oder Himbeere, sondern man sagt sich, dass damals in dem Fürstpückler-Eis das Rote
einfach nur gefärbtes rotes Eis war und die Färbung bestand aus roten Blattläusen. Und das finde ich doch wohl recht widerlich, wenn ich mir vorstelle, dass ich rote Blattläuse fresse. Also nein, danke. Kann ich gut drauf verzichten, ne? Schon eklig. Oh. Oh. Warum ist der da rausgekommen, dieser Talmor? Ich weiß es nicht. Es ist bis jetzt noch nie passiert, ne? Also ich sehe das jetzt zum ersten Mal, dass da ein Talmor rauskam. Vielleicht hat er versucht, sich um die Angelegenheit da drin zu kümmern. Wir werden uns später natürlich selbst um diese Angelegenheit kümmern. Haltet euch besser davon fern, wenn ihr euch nicht mit einem Dampfcenturio annehmen wollt. Ja, alles klar. Wir werden uns aber noch mit einem Dampfcenturio abgeben. Jetzt hat er ein bisschen gespoilert, ne? Jetzt war ich nicht derjenige, der gespoilert hat, sondern es war die Wache. Also ich wollte euch das eigentlich nicht sagen. Ich wollte euch ja überraschen. So, jetzt müssen wir mal den Spinner finden. Ach ja, da oben ist ja ein wunderschöner Pfeil, der uns genau zeigt, wo der sich befindet. Oh cool, holen wir jetzt noch einen Segen ab. So. Hallo. Fickst du eine Runde? Guten Tag, Freund. Geht es euch gut? Guten Tag, mein Kumpel. Selbst die Toten brauchen Gesellschaft. Die bietet Arkay. Alles klar. Bruder Verulus, auf meinen Reisen kann ich einen Priester gut gebrauchen. Ihr wollt um Arkays Schutz ersuchen, um irgendein modriges Grab zu untersuchen, nehme ich an. Ich habe Pflichten hier in Markarth. Ich weiß nicht, ob ich euch helfen kann. Wir könnten uns den Schatz teilen. Wisst ihr, wir von der Priesterschaft von Arkay sagen gern im Scherz, eine leere Tasche ist besser als ein volles Grab. Oh. Ihr kommt mit mir sofort. Ich glaube, ihr müsst euch beruhigen, bevor ich die Wachen hole. Okay, ich bezahle euch gern 215 Goldstücke. Das ist ein beachtliches Sümmchen. Ich könnte euch wohl für eine kurze Unternehmung begleiten. Nach euch. Ja, da kommt er natürlich mit, ne? Wenn man denn wirklich die Goldstücke da in die Tasche steckt, dann kommen die, weißt du? Aber wenn du dann so mal fragst und so, oh nee, geht nicht, ich hab so viel zu tun, ich muss die Leute segnen und die Gräber und weiß ich nicht was. Ja, dann machen sie es nicht, ne? Aber das sind dann so gesehen ja wirklich alles nur Ausreden, ne? In Wirklichkeit hat er ja indirekt Zeit. Ich meine, wenn er es für Kohle machen tut, ne, dann wird er auch Zeit haben, ganz einfach. Na gut, egal, ich stehe drüber. Sneef. Ich wollte das Gold eigentlich haben. Ich wollte mir was Schönes kaufen. Vielleicht ein neues Schwert. Na, oder ein paar Pfeile. Oder was kann man noch gebrauchen unterwegs? Ein paar Tränke. Heiltränke. Ja gut, davon haben wir wirklich genug. Ich meine, im Endeffekt können wir uns damit nur ein Haus kaufen oder Haus ausbauen oder ein Haus selber bauen. Mit der Kohle dann Materialien holen. Erze und. Ich sag mal dazu jetzt nichts mehr. Was braucht ihr? Ich beschwere mich nicht. So, kommen die? Ja. Gut. Oh Mann, ey, die sind da, die Wachen da hinten sind ganz schön aufgeregt irgendwie. Schon komisch. Ach ja. Wir werden jetzt schnell reisen. Ich werde natürlich jetzt schnell reisen. Was anderes werde ich auch nicht machen. So. Okay. Ja, das sind immer so die kleinen Ladezeiten für zwischendurch. Ich weiß auch gar nicht, was ich da sagen soll, ne? Je größer die Verzauberungsfertigkeit, desto stärker ist die Magie, die an Waffen und Rüstungen gebunden werden kann. Die magische Schule der Zerstörung konzentriert sich auf die Kontrolle von Feuer, Frost und Blitzen und erleichtert das Wirken von Zaubern wie Feuerball, Eisstachel und Blitz. Ist ein bisschen doof, das jetzt immer vorzulesen. So. Ist er da? Ja. Hallo. Gleich geht's los. Ich brauche ganz dringend deine Hilfe.
Ja gut, ne? Ich meine, wir laden ihn jetzt so gesehen zum Essen ein. Ja, so ist das halt. Das macht man so unter Freunden, ne? Ich meine, Lügen tut man ja so gesehen nicht, ne? Okay, ich habe Ihnen jetzt was anderes erzählt. Ich sage Ihnen das jetzt. Wir laden dich zum Essen ein. So. Wir haben ihm bloß nicht gesagt, wer das Hauptgericht ist. Da liegt der Unterschied. Wer seid ihr? Was geht hier vor sich? Priesterin von Arkai, ich bin eure Freundin. Ihr seid mein Freund. Ja, ich bin eure Freundin und ich habe euch zum Essen eingeladen. Ich bin zum Essen eingeladen worden. Ich habe solchen Hunger. Warum legt ihr euch nicht etwas hin und ruht euch aus, während wir das Essen vorbereiten? Ich muss mich hinlegen. Nur für einen Moment. Kommt mit mir. Unser Festmahl wird gleich beginnen. Es freut mich sehr, dass Eola euch zum Abendessen eingeladen hat. Ja, das sind übrigens Leute, die man teilweise auch kennt. Die leben in den unterschiedlichsten Städten. Das Mahl steht auf Namiras Tisch. Nur zu. Tranchiert es. Ich tranchiere es, alles klar. Ich muss es selber machen. Ich hätte es cool gefunden, wenn man jetzt einfach so mal eben hier was aktivieren hätte können und das wäre dann hier so runtergekommen und hätte den dann von sich aus tranchiert. Aber wir müssen das mit unserem Schwert leider machen. Wäre blöd gewesen, wenn wir jetzt keins dabei gehabt hätten. Ja gut, dann weiß ich nicht, ne? Dann hätten wir halt ihn mit der Faust tranchieren müssen. Gut, wir fangen einfach mal an. Er sieht zum Anbeißen aus. Nur zu, der erste Bissen gehört euch. Wollen wir da wirklich reinbeißen? Ich meine, hat er sich wenigstens gewaschen? Ich hoffe mal. Na gut, ein Bissen schadet niemandem. Sterblicher, ich bin Namira, Herrscherin des Verfalls. Dass ihr euch am Blut und der Galle von Arkais Geschöpfen nährt, findet mein Wohlgefallen. Ich gebe euch meinen Ring. Tragt ihn. Und wenn ihr euch an dem Fleisch der Toten labt, gewähre ich euch meine Macht. Hab Dank, Herrin. Viel Arbeit für so ein kleines Ding. Nein, wir werden sie nicht provozieren. Suhlt euch in eurer Armseligkeit, mein neuester Champion. Ja. Ich wusste, dass ihr etwas Besonderes seid, als ihr die Halle der Toten betreten habt. Ich weiß gar nicht, wieso, weshalb, warum immer ich der Champion für alle dätrische Fürsten sein muss, ne? Das ist immer wirklich, das ist aber wirklich immer so. Hat er wenigstens noch die Kohle dabei? Ja, er hat sogar ein bisschen mehr dabei. So, das nehmen wir uns natürlich zurück. Ah, naja. Von daher haben wir so gesehen kein Minusgeschäft gemacht. Ja, den Froststab klauen wir ihn auch noch. So, den braucht er ja auch gar nicht mehr. Ist ja eigentlich auch kein Diebstahl, doch, ist Leichenschändung. Ich wusste, dass ihr etwas Besonderes seid, als ihr die Halle der Toten betreten habt. Und hier seid ihr nun, Champion von Namira, Hüter ihres Ringes. Ihr seid alles, was ich mir erhofft hatte. Habt ihr gehört? Feindal hat gerade gegähnt. Der scheint auch schon müde zu sein. Ich bin auch ein bisschen müde. Dank, Eola, für alles. Es ist eine Ehre, Champion. Ihr könnt gern bleiben und euch mit eurem neuen Zirkel bekannt machen. Ich wollte eigentlich noch sagen, dass ich mich ein bisschen krank fühle, ne, nachdem ich da reingebissen habe, aber gut. Es ist eine Ehre, Hüter des Rings. Ja. Man trifft die überall im Himmelsrand. Namira hat mit euch gesprochen? Ich wusste, dass es ein Festmahl werden würde.
Ja. Ist zum Beispiel ein Verkäufer? Namira hat mit euch gesprochen? Ich wusste, dass es ein Festmahl werden würde. Wartet, ich kenne euch. Das blutigste Fleisch in Reach. Ja, der arbeitet nämlich im Markart als Fleischhändler, glaube ich. Ihr habt Namiras Ring erhalten. Eine große Ehre. Wartet, ich kenne euch. Wollt ihr einen Kampfhund von mir kaufen? Es gibt einen Grund, warum sie so gerne zubeißen. Ja, der arbeitet bei den Ställen und verkauft, glaube ich, Hunde. Es freut mich sehr, dass Eola euch zum Abendessen eingeladen hat. Wartet, ich kenne euch. Kundschaft? Wusstet ihr, dass ich den Laden von meinem verstorbenen Gatten geerbt habe? Es ist sehr schade um ihn. Er hatte solch einen guten Geschmack. Oh, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo sie jetzt gearbeitet hat. Gepriesen seid ihr, Champion. Gepriesen seid ihr, Champion. Okay, die zwei haben wir noch nicht getroffen. Deswegen können wir die auch nicht ansprechen darauf. Und die anderen haben wir bereits getroffen. Und deswegen konnten wir die auch ansprechen. Wenn wir die beiden dann noch in den Städten antreffen, können wir die dann auch darauf ansprechen. Und dann geben sie uns einen Hinweis, woher wir sie kennen. Okay, Leute. Ich würde aber trotzdem sagen, an dieser Stelle ist erstmal Schluss. Wir haben uns heute sind ja zwei verschiedene Folgen. Wir haben uns diesmal um Namira gekümmert, wieder mal einen dätrischen Fürsten. Und das letzte Mal haben wir uns um einen anderen dätrischen Fürsten gekümmert, nämlich Molag Baal. Und wir haben schon ziemlich viel erreicht. Also Markart geht es schon so langsam in die Richtung von größeren Quests los. Und da werden wir dann höchstwahrscheinlich dann in Zwergenruinen landen und im Knast. Ja, wirklich, wir werden im Knast landen. Bis zum nächsten Mal bei The Elder Scrolls Skyrim. Vielen Dank fürs Zuschauen, auf Wiedersehen.